Ja, hallo und willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. In diesem Video schauen wir uns etwas genauer die Kontrollflussstrukturen von C# an. Und dazu löschen wir erstmal den ganzen Code, den wir jetzt für die Arrays gebraucht haben. Und besprechen mal kurz die einzelnen Punkte, was überhaupt eine Kontrollflussstruktur ist. Kontrollflussstrukturen, im Englischen Flow Control, wird genutzt, um bestimmte Codeblöcke entweder mehrmals auszuführen oder nur unter bestimmten Bedingungen auszuführen oder eben im Fehlerfall an einer oder an der Stelle, an der der Fehler auftritt, die Codeausführung abzubrechen und an einer anderen Stelle, wo der Fehler behandelt werden kann, weiterzuführen. Und dann kommt einem wahrscheinlich sofort in den Sinn, also diese Kontrollflussstrukturen werden dann ja wahrscheinlich If-Else-Blöcke oder Switch-Anweisungen oder, was wir in den vorherigen Videos schon gesehen haben, eventuell Exceptions sein. Und genau das ist auch der Fall. Also bei Kontrollflussstrukturen oder über diese Strukturen lässt sich eben dann der Verlauf von der Codeablauf ändern, letztendlich. Und in diesem Video steigen wir ein mit If-Else-Blöcken. If-Else ist genau wie in C eben die Möglichkeit, um bestimmte Code-Teile genau einmal unter einer bestimmten Bedingung letztendlich auszuführen. Und das schaut man sich am besten in einem Beispiel an. Ich habe hier die Funktion gibZahl aus und prüfe, ob sie gerade ist, angegeben. Sie gibt nichts zurück, erhält aber eben eine Zahl als Parameter und wir, wie der Name schon sagt, geben wir erstmal die Zahl auf der Konsole aus. Und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir mal, ob diese Zahl gerade ist oder nicht. Wie macht man das? Man berechnet den Rest mit dem sogenannten Modulo-Operator, der auch genauso im C vorkommt. Dazu vielleicht noch mal kurz die Wiederholung. Wenn wir eine Zahl in Ganzzahl teilen in Programmiersprachen, dann kommt ja da nicht, wie man das aus der Mathematik intuitiv vermuten würde, eine Zahl mit Dezimalstelle dahinter raus. Wenn wir beispielsweise 7 durch 2 teilen, dann würde man ja 3,5 erwarten als reelle Zahl, sondern diese 3,5 wird einfach in eine 3 umgewandelt. Also es wird das, was in der Nachkommastelle folgt, letztendlich bloß abgeschnitten. Also wir nehmen hier mal Beispiel, Division, 7 geteilt durch 2, da würde eben letztendlich hier 3 drin stehen und wenn wir den Modulo-Operator benutzen, dann bekommen wir hier aus dieser Anweisung letztendlich raus, dass hier die 1 drin steht. Warum? Das ist im Prinzip wie das Rechnen in der Grundschule, wenn wir noch keine reellen Zahlen anwenden. Wir haben eben die 7, wenn wir die durch 2 teilen, dann passt die 2 genau 3 mal in die 7 und die 1 bleibt übrig, als nicht mehr Ganzes von 2. Und genau diese 1 wird eben mit dem Modulo-Operator zurückgegeben. Und diese 1 bezeichnet man dann eben als Rest. Und aus diesem Rest würde bei reellen Zahlen letztendlich 1 geteilt durch 2, was die 0,5 ergibt, werden. Okay, dann haben wir hier den Rest gebildet. Und
wenn dieser Rest natürlich dann 0 ist, dann war die Zahl wohl gerade, weil dann hätten wir beispielsweise 8 durch 2 oder 10 durch 2 oder 12 durch 2 und so weiter. Bei diesen Modulo-Operationen bleibt eben logischerweise immer der Rest 0 übrig. Und das können wir jetzt hier mit einer if-Abfrage machen. So. Und dann rufen wir diese Zahl doch einfach mal mit verschiedenen Beispielen auf. Also beispielsweise mit 10, mit 13, mit 15 und mit meinetwegen 22. Und je nachdem, ob die Zahl eben gerade ist oder nicht, wird eine zusätzliche Ausgabe auf der Konsole gemacht, offensichtlich. Und wir debuggen jetzt einfach mal durch diese Aufrufe durch. Also wir rufen das erste Mal die Funktion mit 10 auf. Wir geben erstmal die Zahl auf der Konsole aus. Und dann machen wir den Modulo-Operator. Da kommt natürlich 0 raus bei 10. Deswegen gehen wir in diesen if-Block, weil eben Rest gleich 0 ist. Dieser Ausdruck hier gibt den booleschen Wert wahr zurück, oder true auf Englisch. Und deswegen, wenn hier wahr zurückgegeben wird, geht man eben innerhalb des if-Blocks hier in dieses Code-Teil rein. Wir geben das ja aus und schauen wir uns mal die Konsole nach dieser Ausgabe an und sehen hier, die Zahl ist gerade. Das passt offenbar. Dann schauen wir weiter. Wenn der Aufruf vorbei ist, machen wir das Ganze mal mit 13. Wir geben die 13 auf der Konsole aus. Wir machen den Modulo-Operator, sehen hier, dass der Rest eben 1 ist und nicht 0. Das heißt, diese Abfrage mit dem ist gleich Operator, der übrigens genauso funktioniert wie in C. Also wir prüfen hier, ist der Wert dieser Variable gleich diesem Wert, und dieser Operator gibt eben true oder false zurück. Dann gehen wir jetzt in diesem Fall nicht in diesen if-Block rein, weil hier eben aus diesem Ausdruck false zurückgegeben wurde, wie man hier auch im Pop-up sieht. Und dann machen wir das nochmal mit 15. Hier wird es dann auch klar. Auch hier gibt dieser Operator eben false zurück. Und mit 22 funktioniert es natürlich. Und wir geben die Zahl jetzt gerade nochmal auf der Konsole aus. Das heißt 13, 15, 22 und so weiter. Und nur bei 13 und 15 wurde der if-Block hier eben übersprungen. Ja, dann schauen wir uns dieses if doch mal etwas genauer an. Wie leitet man solche Abfragen ein? Man benutzt zuerst das Schlüsselwort if, gefolgt von zwei runden Klammern, diese hier. Und innerhalb dieser runden Klammer muss ein boolescher Ausdruck stehen. Also ich kann hier beispielsweise true reinschreiben. Das ist ja dann, offensichtlich wird dann, wenn wir an diese Codestelle stoßen, dieser Block hier unten immer ausgeführt. Ich könnte hier aber auch einen Funktionsaufruf machen oder, was eben sehr häufig ist, die Vergleichsoperatoren wie den ist gleich Operator nutzen. Auch diese Operatoren hier geben als Ausdruck gesehen einen booleschen Wert zurück, der dann eben Ja oder Nein sagt zur Ausführung dessen, was hier in diesen geschweiften Klammern, das ist der sogenannte if-Block, eingeschlossen ist. Genau dieser Code wird dann eben ausgeführt oder nicht. Ja, so viel dazu. Vielleicht noch ein kurzer Unterschied. In C war es möglich oder sogar notwendig, da man ja dort den Datentyp bool nicht hat, dass man hier letztendlich einen Ganzzahlwert angibt, und wenn der Ganzzahlwert 0 ist, dann war das gleichbedeutend mit falsch. Also der if-Block wird nicht ausgeführt, und wenn der Ganzzahlausdruck innerhalb dieser Klammern eben ungleich 0 war, dann hat man das als wahr gewertet und der Code innerhalb des if-Blocks wurde ausgeführt. Das ist eben in C-Sharp nicht möglich,
wir müssen hier immer einen boolschen Ausdruck angeben. Also sei es ein Funktionsaufruf, sei es Vergleichsoperatoren oder ähnliches. Ne? Also ich könnte jetzt hier nicht rest plus 1 angeben, wie man sieht, weil hier eben ein numerischer Wert rauskommt, ein Integerwert, um genau zu sein, und sowas würde aber in C rein theoretisch gehen. So, das erste, was ich mache, ist, ich gebe nach dieser Funktion nochmal eine Leerzeile aus, damit wir etwas besser abgrenzen können, welche Ausgabe zu welcher Zahl gehört. Und dann möchte ich auch natürlich ausgeben, nicht bloß, dass die Zahl gerade ist, sondern eventuell auch, was passiert denn in den anderen Fällen, also wenn best ungleich 0 ist. Und das ist jetzt eben if else. Dieses else bezieht sich immer auf das if, nach dessen if-Block es steht. Also es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, dass man hier mehrere ifs schachtelt. Das heißt, wenn ich in dem Fall bin und zusätzlich noch irgendwas anderes eintritt, dann macht das und das. Und dieses else bezieht sich eben immer auf das if, nach dessen Code-Blöcken es steht. Und dieses else wird eben ausgeführt, wenn dieser Ausdruck hier false zurückgibt. Also in unserem einfachen Fall jetzt natürlich, wenn der Rest 1 ist. Aber im Prinzip ist das gleichbedeutend mit, möchte ich nicht, wie wenn ich hier schreiben würde, Rest ungleich 0. Das ist auch genauso wie in C der Ungleichoperator, der Ungleichvergleichsoperator. Das heißt, dieser gibt wahr zurück, wenn eben Rest nicht 0 ist. Und die verschiedenen Operatoren werden wir uns in einem späteren Video nochmal genauer anschauen. Aber im Prinzip wäre das genau gleichbedeutend mit diesem Fakt hier. Gut, und dann debuggen wir doch einfach nochmal durch dieses Programm durch. Wir haben hier die 10. Es ist natürlich klar, dass wir hier die Zahl ist gerade ausgeben. Der else-Block wird dann natürlich nicht ausgeführt. Also das kann man letztendlich wie ein Entweder-Oder sehen. Und hier sagen wir eben, dass wir das mit der 13 machen, und hier ist eben dieser Ausdruck jetzt falsch, deswegen gehen wir in den else-Block und geben hier diese Sachen aus. Das gleiche passiert bei 15 natürlich, und bei 22 landen wir wieder im if-Block. Dann können wir uns auf der Konsole eben jetzt diese Ergebnisse anschauen. Die Zahl ist gerade, 13 ist ungerade, 15 und so weiter. Okay, wir haben jetzt hier gesehen, wie wir if und else in diesem einfachen Fall verketten können. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, dass man noch komplexere Varianten für if-else baut. Und dazu lösche ich erstmal diese Aufrufe hier oben in der Main-Funktion und ich lasse mir als Aufruf eben die Argumente mit übergeben. Und man muss jetzt eben mein Programm mit einem Kommando aufrufen. Wir haben ja schon im letzten Video kennengelernt, wie man mit Arrays umgeht. Und hier hole ich mir einfach das erste Argument von diesem Array. Und sollte das eben nicht vorhanden sein, würde hier ein Fehler, eine Exception fliegen und mein Programm abstürzen. Das nehme ich jetzt aber erstmal in Kauf. Und dann mache ich jetzt eine sogenannte else-if-Verkettung. Das heißt, ich gucke mir den Kommandonamen an.
wenn der eben Kontakte ausgeben heißt, dann rufe ich eine Funktion auf, die heißt Kontakte oder gibt Kontakte aus. Die erstelle ich mir hier mal und lasse sie leer. Dann mache ich hier meinen Kontakt hinzufügen. Füge Kontakt hinzu. So. Und erstelle auch diese Methode. Und dann habe ich ein Kommando Kontakt editieren. Da nenne ich die entsprechende Funktion eben editiere Kontakt. Und als letztes mache ich eben, wenn der Kommandoname gleich Kontakt löschen ist, rufe ich eben die Lösche Kontakt Funktion auf. Und wenn gar nichts davon eintritt, dann gebe ich eben oder rufe ich die Funktion Kommando nicht erkannt aus. So. Was sieht man hier einerseits? Das möchte ich nochmal anmerken hier aus dieser Gib Zahl aus und prüfe auch gerade Funktion. Ich habe diese else-if-Verkettung gemacht, ohne dass ich hier für diese if-Statements jeweils geschweifte Klammern angegeben habe. Und das ist genauso wie in C auch nicht notwendig, wenn innerhalb dieses Blocks von if oder else eben genau eine Anweisung steht. Dann können wir diese geschweiften Klammern weglassen, wie man hier sieht. Und das funktioniert immer noch genau gleich. Das else bezieht sich weiterhin eben auf das if, wenn die Klammern da wären, wenn wir mehrere if-Sachen schachteln. Und hier oben habe ich im Prinzip erstmal das Gleiche gemacht. Also bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie hier keine geschweiften Klammern für diese Blöcke sehen. Letztendlich sind sie da. Also der Compiler würde genau diese Anweisung eben zu diesem if-Block erkennen. Ja, und was passiert hier? Wir haben hier eben jetzt nicht einfach bloß ifs hintereinander, sondern diese Verkettung jeweils mit else if, wobei dieses else sich eben auf dieses if bezieht und dieses else sich auf dieses if und so weiter. Und ich starte jetzt mal mein Programm. Ich gebe hier im Debug-Modus eben mal einfach einen String an und dann nehme ich jetzt eben Kontakte ausgeben beispielsweise und speichere das. Dann wird eben dieses Programm im Debug-Modus, wenn ich hier auf den Start-Button klicke oder es über F5 oder ähnliches starte, Steuerung F11, dann wird eben diese Kommandoparameter mit angegeben. So. Wir sehen hier jetzt eben, okay, das war jetzt nicht so gut, wie man sieht. Ich hätte das wahrscheinlich in so angeben müssen, damit das als ein String genutzt wird. Jetzt starten wir es nochmal. Genau, jetzt haben wir hier tatsächlich Kontakte ausgeben, als String in diesen Argumenten stehen. Und wir würden jetzt quasi hier sofort in den ersten if-Fall reinkommen. Wir kommen dann in diese Funktion rein. Und diese Funktion ist jetzt leer, aber wir könnten hier eben, wenn wir hier eine bestimmte Applikation, die Kontakte verwaltet, hätte eben Code reinschreiben, die diese Kontakte auf der Konsole ausgibt. Und wenn das fertig ist, würde ja komplett aus dieser if-else-Konstruktion rausgesprungen, und genau ist eben auch das der Fall.
sämtliche anderen Fälle hier werden nicht mehr betrachtet. Wir landen sofort nach diesem ganzen else-if-Konstrukt hier hinten am Ende des Programms. Und dann ist es natürlich auch mal interessant zu sehen, was passiert denn, wenn wir eben beispielsweise Kontakt editieren angeben. Wenn ich das hier als Kommandoargument mit übergebe, dann führen wir nochmal zu dieser Stelle hier aus. Und wir haben hier eben Kontakt ausgeben, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir gehen in das nächste if, was mit dieser else-if-Verbindung gemacht wird. Kontakt hinzufügen ist eben auch nicht der Fall. Wir gehen jetzt in diese Abfrage hier rein und sehen, das passt. Wir würden jetzt in die Editiere-Kontakt-Funktion gehen. Hier könnten wir dem Nutzer eben anbieten, welchen Kontakt möchtest du editieren, und dann gib mir den neuen Namen, gib mir Alter und so weiter. Und dann, wenn diese Funktion vorbei ist, springen wir eben genau wie im oberen Fall auch oder im vorherigen Fall komplett aus diesem Konstrukt raus. Und das ist der Vorteil der if-else-Verkettung. Wenn wir nämlich mal diese else-Sachen wegnehmen würden, also ich nehme hier jetzt all diese else-Schlüsselwörter letztendlich raus, dann werden wir eben sehen, wenn wir das hier starten, dass diese Abfrage durchgeführt wird. Sie ist offensichtlich nicht wahr. Diese wird durchgeführt, ist offensichtlich nicht wahr. Dann hier diese Abfrage gibt natürlich true zurück. Wir führen diese Methode hier aus. Und dann kommt aber die nächste Abfrage mit dran. Also auch hier wird wieder gecheckt, passt das oder nicht. Und eigentlich, sobald wir den Fall gefunden haben, dass unser Kommandoargument passt, sollte ja eigentlich aus diesem ganzen Konstrukt rausgesprungen werden. Und genau das wird eben nicht gemacht, wenn wir diese else jeweils nicht dazu schreiben vor die jeweiligen ifs. Genau. Stattdessen kommen wir sogar nochmal, das ist eigentlich sogar ein Programmierfehler letztendlich, hier gibt Kommando nicht erkannt aus. In diesem Fall. Deswegen, das ist der Unterschied zwischen normalen ifs, die man hintereinander schreibt, oder if-Abfragen, und diese else-if-Verkettung. Und genau hier sieht man dann eben auch den Standardfall. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal Unsinn eingebe und dieses Programm dann nochmal starte, dann sollte er ja jetzt eigentlich in keinen Fall reinkommen. Das heißt, er überprüft hier alles, und wenn er eben kein Kommando finden konnte, zu dem die entsprechende Funktion passt, dann würde man eben hier in diesen Standardfall kommen, wo dann eben bloß noch das else steht und kein if mehr. Und hier in dieser Funktion könnte man auf der Konsole ausgeben, das Kommando, das du mir übergeben hast, habe ich nicht erkannt, und bitte, hier sind die Kommandos, die du mit diesem Programm nutzen kannst. Genau. Ja, das ist das Ende dieses Videos. Wir haben uns allgemein darüber beschäftigt, was sind denn überhaupt Kontrollflussstrukturen, und haben mit if und if-else eben die ersten Kontrollflussstrukturen kennengelernt, die im Prinzip genauso funktionieren wie in C. Mit if macht man eine Abfrage, und wenn diese Abfrage, dieser Ausdruck innerhalb der Abfrage wahr zurückgibt, wird eben der Code innerhalb des if-Blocks ausgeführt. Wenn wir bloß eine Anweisung in diesem if-Block haben, dann können wir sogar die geschweiften Klammern jeweils weglassen. Else wird eben ausgeführt, wenn der Ausdruck falsch ist zum entsprechenden if-Aufdruck, if, zu der entsprechenden if-Abfrage, Entschuldigung.
Und wir haben auch gesehen, wir können das noch sehr viel komplexer machen, wie hier beispielsweise, dass wir eben sogenannte Else-If-Verkettungen machen. Und der Vorteil dieser Else-If-Verkettungen ist eben, wenn wir bloß If-Abfragen hintereinander schreiben würden, dass das letztendlich ein Konstrukt ist. Das heißt, wir versuchen hier verschiedene Abfragen durchzuführen auf einen String eben in diesem Fall. Und sobald eine dieser Abfragen zutrifft, verlassen wir das komplette if-else oder diese else-if-Verkettung als Konstrukt. Ja, für dieses else-if, diese Verkettung, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Das ist das sogenannte Switch-Statement. Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.